Moin und hallo, hier zu meinem Video zu den vergangenen Factsheets vom 30.08.24. Ich weiß etwas spät, aber ich möchte dies hier ja trotzdem zeigen und mit euch teilen. Wir haben, um genau zu sein, nun 6 Fahrzeuge oder Anbauteile, welche insgesamt am Freitag vorgestellt wurden. Denkt bitte dran, ein Like oder ein Abo tut euch nicht weh, ist für mich aber umso mehr wert. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch diesen Kanal anschließt. Hier beginnen wir einfach mal mit dem Waltrame-Trailer. Bei dem Traktor handelt es sich um den Valtra S-Series mit verschiedenen Ausstattungsmöglichkeiten. Folgende Details sind hier zu sehen. Der Valtra mit seiner fancy Lackierung steht da für 254.000 Euro. Denkt immer dran, hier handelt sich es sich immer um die einfachste oder Basisversion der Traktoren oder Anbaugeräte. Er hat in dem Fall aber Motorvarianten von 280 PS bis zu 420 PS. Hier kommt ein variables CVT-Getriebe zum Einsatz, sprich es ist stufenlos. Der Traktor schafft mit diesen Leistungsdaten eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h und der Tank hat ein Fassungsvermögen von 610 Litern und wiegt satte 11,9 Tonnen. Grundlegend ist Valtra im Spiel einer meiner Lieblingstraktoren oder meiner Lieblingsmarke. Alleine schon dank der vielfältigen vorhandenen Farbauswahl weitaus mehr als bei John Deere und Fendt. Wie man sieht, ist hier auch eine stabile Metallic-Lackierung schön zu erkennen. Ich freue mich, diesen Traktor wirklich in meinem Betrieb nutzen zu können, denn ich denke, der ist ein stabiles Arbeitsgerät, welches man so im Midgame bis Endgame super nutzen kann, denn er kann mit seiner PS-Anzahl einiges ziehen, wie man mit dem folgenden Brandner-Trailer sieht. Bei diesem Trailer handelt es sich um den Brandner TR34090 mit 3 Achsen. Vollständige Bezeichnung könnt ihr mal selber lesen, denke ich. Ist auch nicht mehr so viel. Den Trident Brandner Trailer könnt ihr für schlappe 65.500 Euro erwerben und für eure Zwecke nutzen. Er hat ein Fassungsvermögen von 30.000 Kubikmetern bis zu 45 Kubikmetern und ein Gewicht von 11,2 Tonnen. Fast so viel wie der Traktor. Nicht schlecht. Was könnt ihr damit transportieren? Das ist wahrscheinlich oft die Frage, die ihr euch stellt. Ja, fast alles könnt ihr transportieren damit. Weizen, Gerste, Sonnenblumen und die bereits bekannten neuen Fruchtsorten Spinat und Reis. Aber was sehen wir denn da? Auch 2 weitere neue Getreidesorten, welche noch nicht bekannt sind. Was wird da wohl erscheinen? Meine Vermutung ist ja Sisal, Hanf oder doch was anderes zur Seilherstellung. Wir können gespannt sein. Im Farming Simulator 2025 dürfen wir für die Spinaternte den Oxbow MKB 4TR nutzen. Der Vollernter kostet in der Basisversion 635.000 Euro und hat 400 PS zur Fortbewegung zur Verfügung. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h und einem Arbeitstempo von 10 km/h ist der Vollernter wie bekannt etwas langsamer unterwegs. Jedoch ist hier das Fassungsvermögen von 35.000 Kubikmetern nicht schlecht. Mit stufenlosen CVT-Getriebe auch leicht zu fahren. Dieser Ernter ist bisher die einzige Möglichkeit, um Spinat zu ernten, die uns bekannt ist. Hier hoffe ich, dass dies nicht die einzige Möglichkeit bleibt. Sonst ist es wirklich schwierig, Spinat ohne lange Spielzeit zu ernten. Denn 635.000 Euro im Spiel zu erwirtschaften, dauert wirklich etwas. Hier sollte also noch eine Alternative vorhanden sein. Als nächstes begrüßen wir die Firma Merlo im Farming Simulator 2025. Der Merlo MF44 ist ein Teleskoplader. Der Preis des Teleskopladers liegt bei 149.000 Euro und er hat für uns 170 PS zur Verfügung. Auch hier ist ein variables CVT-Getriebe eingebaut. Der Kleine hat eine Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h und ist somit ziemlich recht flott unterwegs. Noch anzumerken ist, dass es scheinbar die Möglichkeit hat, Geräte anzukuppeln. Das lässt auf eine 3-Punkt-Kupplung hinter dem Gerät schließen. Es ist auch so, ich habe mir das Gerät einmal in der Realität angeschaut im Internet. Hiermit können wir auch Felder bearbeiten. Krass, oder? Der nächste Traktor ist ein Ezeki TJB. T-Japan W 1223, wie auf dem Bild zumindest zu sehen. Dieser Traktor verfügt über 123 PS und ist, soweit ich weiß, der stärkste Traktor in der Ezeki-Palette. Auch hier werden die 123 PS in einem Automatikgetriebe in 30 km/h Höchstgeschwindigkeit gewandelt. Der Traktor hat einen Tank von 190 Litern und wiegt 4,6 Tonnen.
Ein kleiner Traktor für den Anfang oder für kleine Aufgaben, welche nicht allzu viel Muskelkraft bedarf. Ich habe solche Traktoren immer gerne, günstig und vielfältig einzusetzen. Zum Beispiel mit dem folgenden Trailer-Anhänger, welcher uns allen schon bekannt sein sollte aus dem Farming Simulator 22. Der FarmTech EDK650 ist uns bereits aus dem FS22 bekannt, ein sehr kleiner Einachser, welcher für alle Getreidensorten als Transport genutzt werden kann. Im vorherigen und noch aktuellen Teil konnte man diesen auch als Ballenwagen umwandeln. Das wäre in dem Fall wahrscheinlich auch möglich. Ich bin gespannt. Der FarmTech 650 kostet schlappe 6.000 Euro und hat 4.000 Kubikmeter bis 8.000 Kubikmeter Volumen zur Verfügung. Der Anhänger wiegt gerade einmal 1,2 Tonnen. Mehr gibt es hier glaube ich nicht zu sagen. Ich bin gespannt, was die Woche noch hinzukommt und somit sage ich euch schon mal Dankeschön fürs Zuschauen, für gegebenenfalls auch ein Like oder ein Abo. Bis zum nächsten Mal. Euer Rutzki.